Viele von euch haben sich bestimmt schon mal überlegt, sich einen motorisierten Slider zuzulegen. Aber bei den Preisen von Edelkron und Co., da vergeht einem einfach der Spaß. Hi, ich bin Lukas und ihr seid bei der Fitch Gallery. Ja, der Edelkron Slider Plus Pro, was weiß ich, mit dem Tiltkopf kostet irgendwie 3000 Euro. Ich habe echt überlegt, mir einen zu kaufen, aber um 3000 Euro kaufe ich mir ganz, ganz viel anderes. Ich war sogar vor einem Jahr so weit, dass ich mir selbst aus einem normalen Slider einen motorisierten Slider gebastelt habe. Und zwar aus einem Mikrowellenmotor. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar habe ich einfach einen Mikrowellenmotor mit einer Welle gebastelt und das mit einer Angelschnur an der Sliderplatte befestigt. Genau. Und wenn ich das Ganze mit dem Strom verbinde, dann dreht sich hier die Scheibe und sollte mir die Kamera ziehen. Aber ja, das kostet keine 3000 Euro und hat auch bis jetzt gut funktioniert. Beim Durchsehen von Amazon ist mir letztens etwas aufgefallen. Und zwar gibt es von Newer, die auch diesen Slider hier bauen, eine motorisierte Version. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe mir den bestellt, so sieht der aus und ich bin echt positiv überrascht. Er ist sehr, sehr einfach zu bedienen und von der Qualität her echt brutal stark. Und zwar kommt der Slider mit dieser Fernbedienung, mit der ihr einen A- und einen B-Punkt programmieren könnt. Genau, das ist jetzt mein A-Punkt, den stelle ich ein, dann kann ich rüberfahren zu meinem B-Punkt. Das ist übrigens die Maximalgeschwindigkeit für alle, die hier schnelle Bewegungen benötigen. Ja. Genau, und das ist mein B-Punkt. Hier kann ich noch die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell der fährt. Wie gesagt, das war gerade die Maximalgeschwindigkeit. Genau, dann kann ich das Ganze einfach starten. Und jetzt fährt er voll programmiert von alleine von links nach rechts. Diese Videos kennt ihr wahrscheinlich bereits. Dass der Slider toll ist, habe ich auf YouTube schon gesehen. Aber ich möchte einen Edelkron Slider. Nicht einen Slider, der von A nach B fährt, programmiert, sondern ich möchte einen Slider, wo ich auch die Kamera bewegen kann. Und vielleicht haben einige von euch schon das hier. Das ist der Ronin SC, der kostet jetzt neu 300 Euro, glaube ich. Mit dem Slider sind wir bei 600 Euro. Der Edelkron Slider kostet 3000 Euro, also auf jeden Fall eine Ersparnis. Und viele von euch werden bestimmt schon einen Gimbal haben, deswegen, ja. Und zwar habe ich mir gedacht, wie cool wäre es denn, einfach den Gimbal auf den Slider zu montieren. Die Konstruktion hier mit dem Edelkron Slider zu vergleichen, stimmt nicht ganz, weil ich hier nicht die Möglichkeit habe, alles zu programmieren. Mir reicht das schon, wenn der Slider stabil von A nach B fährt und ich den Gimbal steuern kann. Und das funktioniert mit dem Ronin natürlich perfekt. Und zwar habe ich so die Möglichkeit, mit der Fernbedienung den Slider zu steuern und mit der virtuellen Fernbedienung den Ronin zu steuern. Und so kann ich ganz einfach die Kamera und den Slider gleichzeitig steuern. Ich habe bis jetzt noch kein Produktvideo damit gefilmt, aber ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Es funktioniert echt. Ist geil, ne? Um euch einen kleinen Eindruck davon zu verschaffen, wie toll diese Konstruktion funktionieren kann, werde ich mal ein paar Testaufnahmen machen und die seht ihr jetzt. Ich persönlich baue mir den Slider immer auf zwei Punkten auf, nicht in der Mitte mit einem Stativ, einfach weil er so viel stabiler steht.
Alle, die das Behind-the-Scenes-Videos unseres Soulbottle-Werbeclips gesehen haben, die wissen, dass ich den Slider auch gerne vertikal verwende. Und hierfür ist es wichtig, dass der Slider die Kamera ziehen kann. Und deswegen testen wir jetzt gemeinsam mal aus, wie viel Gewicht der Slider hier packt. Das ist jetzt die Sony A7 III mit dem Batteriegriff und dem 50mm Objektiv. Und das schafft der Slider noch ganz locker. Für das Werbevideo habe ich das Low-Objektiv verwendet und das werde ich auch meistens in dieser Position verwenden, deswegen probieren wir das als nächstes. Ja, auch damit hat er keine Probleme, geht sowohl runter als auch rauf. Als nächstes Objektiv werde ich das 24-105mm von Sony testen. Das ist schon etwas schwerer, also ich bin gespannt, ob er das noch packt. Ja, sieht. Ich bin richtig positiv überrascht. Er hat überhaupt keine Probleme, hier diese Kamerakombi hochzuziehen. Ja. Könnte schon die Grenze sein. Der Zahnriemen ist auch manuell spannbar, also vielleicht, wenn man den noch mehr anspannt, dass der Slider die Kamera dann noch, dass der Slider dann noch schwerere Objektive ziehen kann. Aber sieht soweit ganz gut aus. Ich habe jetzt auch den Batteriegriff montiert, den ich so nicht montieren würde, weil es unnötiger Ballast ist. Aber um das Gewicht zu testen, ja, jetzt hält's wieder. Als letztes werde ich noch das 70-200mm Objektiv drauf machen. Das ist bestimmt die schwerste Kombi, oder das ist die schwerste Kombi, die ich habe. Also wenn der das zieht, bin ich, ja, dann kann der alles ziehen, was ich habe. Runter hält's. Bremsen. Ja, ah, hoch ist schwierig, hoch ist schwierig. Also das ist so ziemlich die schwerste Kombi, die ich habe. Ich versuche es jetzt nochmal ohne den Batteriegriff. Und dann sieht es für mich wieder stabil aus. Wie gesagt, wird selten vorkommen, dass ich das 70-200 so montieren muss, aber so gesehen funktioniert das jetzt einwandfrei. Um euch das Ganze auch etwas in Zahlen sagen zu können, hier die Mickey Mouse Waage meiner Freundin. Und jetzt wiegen wir mal, was die Kombi hier so an Gewicht hat. Okay. Also die Kombi hier hat 2 Kilo, also das ist definitiv die Grenze für vertikale Aufnahmen, aber wie gesagt, ich werde hauptsächlich das Low-Objektiv mit der Kamera verwenden und das hat gerade mal 1 Kilo, die Kombi. Oh, da fehlt noch eine Batterie. Ja, gut, die macht es jetzt auch nicht mehr schwerer. Das hält locker und für das ist das leider echt perfekt. Ich habe Reviews gesehen über den Edelkron Slider, dass die echt Probleme hatten, wenn der schon ein bisschen schräg stand, dass der die Kamera nicht mehr ziehen konnte. Also für 300 Euro von Neuer so einen Slider zu kaufen, ist definitiv kein Fehler. Ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!